Stuggi TV. Deine Stadt, dein Sender. Vor 4 Stunden in Frankfurt gelandet und jetzt hier im Schwabengarten in Leinfelden. Frank Stäbler, und du hast gewonnen. Was hast du genau gewonnen? Meine Sportart ist Ringer und ich habe bei den European Games, bei den ersten Euro Games überhaupt, wo in Aserbaidschan in Baku stattgefunden haben, die Bronzemedaille gewinnen konnte und es war sogar, bemerkt nebenbei, die erste Medaille für Deutschland komplett und somit ein großes Teil Geschichte. Und ja, macht mich unglaublich stolz und glücklich, ja, Teil dieser Geschichte zu sein und verewigt zu sein. Wurdest gerade empfangen hier in Moosburg, in Leinfelden, hier im Schwabengarten. Was ist für ein Gefühl, dann dich auch hier zu präsentieren mit der Bronzemedaille? Ja, immer wieder überragend. Das zeigt mir immer, ich bin sehr heimatverbunden und liebe meine Heimat hier. Und wenn ich erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich nach Hause kommen und hier die hunderte Leute warten und stolz sind und sich mit mir freuen, das macht mich extrem glücklich und stolz, und ich weiß immer wieder, für was ich das alles mache. Und auch ein großer Teil, wo einfach, wenn es hart auf hart kommt, nochmal 1-2%, sage ich, für mich immer auslösen, wo dann zur Medaille im Endeffekt notwendig ist und dann auch reicht, und deswegen einfach nur toll und eine geile Kulisse und Wahnsinn. Wie lange warst du jetzt insgesamt in Baku? Leider nur 4 Tage. Wir haben recht schnell Ankunft, am nächsten Tag Waage, Tag drauf Wettkampf, gestern die 2. Gruppe, und dann war noch eine Feier bis nachts um 3 und dann sind wir direkt zum Flughafen und wieder ab in die Heimat. Ja. Und heute Abend wird weiter gefeiert? Absolut, ja, genau. Das in Aserbaidschan. Ich schwer war, an ein Bier ranzukommen. Kein Alkohol? Kein Alkohol, auch Sportler, aber ja, manche Erfolge muss man feiern. Deswegen hat man natürlich jetzt in Kulisse vom Schwabengarten eine bessere Location, wo man dann auch das ein oder andere Bier eventuell erhaschen kann. Ich habe gerade schon gehört, Baku war sehr interessant, die Erfahrung dort. Und sie haben sich auch unheimlich herausgeschmückt. Vielleicht kannst du noch mal beschreiben, was sie alles gemacht haben dort. Also die Spiele dort, Wahnsinn. Es sind mit Olympischen Spielen einfach nur vergleichbar, in ein bisschen kleinere Form, aber es wurden, glaube ich, über 6 Milliarden Euro investiert davor. Die haben eine Infrastruktur hochgezogen, haben Stadien hochgezogen, haben eine Olympic Line hochgezogen, wo nur für Athleten war und für Offizielle, sonst wohl keiner mit... Eine Straße praktisch, auf der man... Eine eigene Straße, ja, waren dreispurig und eine extreme Verkehrsbedingung, aber die eine Straßenseite war nur für die eine Spur nur für die Athleten reserviert und immer mit Geleitschutz von Polizei vorne und hinten und an keine Ampel warten und direkt durch und ja, einfach nur wie bei den Spielen, und man kommt da... Es ist extrem ins Schwärmen nur vor Ort. Und auch was sie sonst hochgezogen haben an architektonischen Leistungen, war einfach beeindruckend und extrem krass. Natürlich hat man hin und wieder mal einen Blick hinter die Kulissen erhaschen können, durch die Palisaden. Und da sieht man natürlich auch den krassen Gegenteil. Dahinter halt, ja, die Slums und das Ghetto sozusagen. Und es gibt kein Mittelding. Es gibt den extremen Reichtum, das Extreme, und es gibt die extreme Armut. Und ja, das ist sehr schade in so einem Land, und ich hoffe, das schaffen sie irgendwie mal auszugleichen. Ja. Inwiefern ist man da als Sportler dann auch ein Botschafter, der auch politisch aktiv ist? Oder blendet man das komplett aus? Komplett auszublenden geht leider nicht, weil man dauerhaft mit diesem Thema konfrontiert wird. Und auch in der Mannschaft, gerade was es Menschenrechte etc. in diesem Land anbelangt, wird man immer konfrontiert und macht automatisch seine Gedanken dazu. Und sicherlich ist es alles nicht so optimal und positiv vor Ort. Dennoch sind wir Sportler keine Politiker, und der Sport steht im Vordergrund. Und wir müssen uns auch so ausrichten, sonst ist der Erfolg gar nicht möglich. Und deswegen versuchen wir, das auszublenden. Und dennoch ist die Situation nicht optimal, und man muss Bescheid wissen, und jeder hat da sein eigenes Bild. Aber man muss mit der Situation auch klarkommen, in den gewissen Bereichen ausblenden und auch seine Leistung abrufen, wenn es möglich ist. Und ja, mehr kann. Und das hast du getan in dem Fall und bist auch schwer gezeichnet. Ist es vom Kampf oder von der Feierei danach? Nein, ausschließlich vom Kampf, und es geht noch ein paar Kratzer. In 2-3 Tagen sind die auch weg, und ansonsten, der Muskelkater sitzt in jeder Fuge meines Körpers. Aber wie gesagt, in 2-3 Tagen bin ich wieder top regeneriert, und die nächsten Highlights, die lassen nicht allzu lange auf sich warten. Ja, in 8 Wochen geht es schon nach Las Vegas auf die Weltmeisterschaft, wo es dann auch wirklich um die erste olympische Qualifikation geht, und danach ist alles ausgerichtet, und deswegen heißt es, schnell wieder regenerieren und dann durchzustarten. Ja. 2016 auch ein Riesenevent, was ansteht, Olympische Spiele, Rio de Janeiro. Wie ist dein aktueller Plan? Willst du die Goldmedaille holen? Der große Plan ist, teilzunehmen, und wenn ich teilnehme, auch erfolgreich mit Medaille nach Hause zu kehren.
teilzunehmen als Europäer, sich zu qualifizieren, unglaublich schwer. Im Endeffekt fast schwerer als im Endeffekt, wenn man dabei ist, die Medaille auch zu gewinnen. Deswegen ist alles mein Leben danach ausgerichtet, diese Qualifikation zu schaffen. Und wenn alles nach Plan läuft, wenn es perfekt läuft, ist es vielleicht schon in Vegas möglich. Das ist ja natürlich der Best Case. Ja. Und wenn nicht, hoffentlich danach. Und deswegen, ja, so läuft's. Dann hoffen wir, dass wir uns demnächst wiedersehen, vielleicht hier dann mit einer weiteren Medaille. Frank Stäbler, frisch gebackener Bronzesieger bei den Europaspielen in Baku.